Willkommen hier zurück bei Let's Play Mystery Case bei Diacrosect Group und wir sind ja jetzt im Herzen des Waldes angelangt. Da werden wir jetzt durchgehen. Wir haben hier noch einen vorhin geschlossenen Schlüssel und eine Zange. Jetzt gucken wir erstmal, was uns hier erwartet. Wie schön der Wald hier ist. Wer hätte das gedacht? So, wir haben am Baum. Geht auf jeden Fall was. Okay, sehr gut. Hier ist hier schon komisch, das Wasser gefällt alle, wenn wir das in der neuen Welt haben. Kann man das mit der Zange hier ausbauen? Ja, kann man. Sehr gut. Dann haben wir schon mal einen Diamanten. Und das ist. Ja, das ist nur das eiskalte Wasser. Der Gott des Waldes erscheint mir mit dem dessen Herz rein und dessen Glauben stark ist. Wer den Gott des Waldes rufen will, der soll das Amulett bei diesem Baum ablegen. Okay, wir müssen also quasi ein Amulett ablegen. Und wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun, oder? Nicht, dass ich wüsste. Was haben wir hier? Da vorne Spiegel. Achso, da können wir den alles einfügen. Das machen wir einfach mal. Und dann haben wir hier einen Spiegel. Den Spiegel können wir aber nicht hier einfügen. Gehen wir mal auf die Map. Gucken wir uns mal an, wo wir hin müssen. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Doch, wir sind hier richtig. Wir haben hier noch irgendwas zu tun. Nur ich weiß jetzt nicht genau was. Können wir den Spiegel irgendwie... Nein. Also mit dem Wasser geht es auch irgendwie nicht so. Wir haben hier nur, dass der Boden halt gefriert und wir haben hier einen leeren Flakon. Da ist immer noch irgendwas zum Anfliegen wahrscheinlich. Da ist nichts mehr. Nee. Oder haben wir hier irgendwas noch? Mir fehlt auf jeden Fall was. Der Diamant. Nee, ja. Also ich glaube schon, dass der Diamant zu klein wäre. Das wäre ein bisschen heftig. Wir haben auch hier viele Zeichen. Und da oben am Baum ist ja auch nichts. Was haben wir hier? Das ist der alte Boden. Was müssen wir jetzt machen? Müssen wir hier den Diamanten oder den leeren Flakon? Achso! Den können wir auch füllen. Okay, ich dachte, das wäre einfach nur so ein Schachtdings. Ja, bin ein bisschen dumm. Flakon mit Eiswasser, so. Jetzt müssen wir mit dem Eiswasser nicht mehr hin. Das würde ich genau wissen. Hier müssen wir jetzt nämlich hin. Wir haben nämlich hier. Fessel aber Dinge aus Metall, vielleicht schiebt ihr die vor. Ja, jetzt müssen wir nämlich das eiskalte Wasser hier drauf schütten. Komplett gefriert. Boah. Wir haben jetzt einfach mal die Kiste da reingefroren und einfach alles aufgemacht. Okay, läuft bei uns. Wir gehen mit der Obeliskspitze, gehen wir zu diesen komischen Monumenten hier und machen auch noch die dritte Obeliskspitze drauf. Hier haben wir nämlich was Neues hier und das nennt sich göttliches Emblem. Mit dem göttlichen Emblem gehen wir jetzt erstmal zum Baum und fügen das natürlich hier ein. I hear the spirit's thoughts in my head. This must be the ancient spirit that guards the grove. I can feel your anxiety. The spirit is communicating so many emotions, loss, grief, suffering. I see things, a fawn. The spirit is worried about its child. I will bring back your child, but I need one of your tears. The spirit understands my request. The spirit trusts me. I can feel it. I will find the lost fawn. Okay,
sein. Jetzt gehen wir. Todesfee. Okay, wir haben eine Blume der Todesfee. Mit der Blume gehen wir jetzt erstmal zu dem Turnier. How is your search going? Wie geht die Suche gleich mal? War es nicht, aber hier sind die Zutaten. It wasn't easy, but here are the ingredients. I've now seen the past, present, and future. Here's the last clue for you, Master Detective. Derek was at Clear Lake. You need to save Derek and the child of the forest, a fawn. Goodbye. I believe this is your destiny. The Mistwalkers and the people of Diregrove depend on you. According to the notes, Derek has a secret hideout in the dark forest. But no one knows its exact location. Thanks to the Mistwalkers and their forest friends, I've tracked Derek's route. Derek was spotted in various locations, but he ended up at the old lake. This must be his hideout.
Versteck haben wir wieder. Zu diesem Versteck müssen wir jetzt hin. Da war ein Fuchs, den habe ich verjagt. Sorry. So, wir haben wieder ein Vorhängeschloss. Befriedigen. Zack. Ich dachte jetzt schon, dass es irgendwie hängen geblieben ist. Aber das ist nicht der Fall. So, wir sind wieder bei einem neuen verläuft. Ah nein, ich sehe es auch schon gerade, dass hier, warte mal, wenn wir drin haben, dann können wir doch. Ja, ich glaube, wir müssen von so nach so, da ist der Pfeil. Das heißt, dass es hier irgendwie so hoch führt. Und hier ist ein Schloss. Ach, hier ist, das ist der Käfig, okay. Nee. Okay. Das wird sehr schwer, weil wir nicht wissen, wie wir anfangen müssen. Fangen hier auf jeden Fall mit dieser Schneekugel an, das ist auf jeden Fall klar. Was haben wir denn hier? Wir können auch nichts bedienen oder so, das ist das, was mich wundert, ne? Okay. Gehen wir mal vor, wenn ich betätige den Hebel neben der Vogelscheuche. Wirf Schnibbel nach allen ziehen, nehmen die kleinen Eisstänge und. Okay. Eins. Zwei. Drei. Zählt das auch dazu? Ach so. Warte mal, warte mal. Wir haben. Was für Symbole haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier ein Bär. Und hier oben haben wir eine Sonne. Okay. Eine 5. Ach, da muss man hier irgendwas schließfolgern. Gut, hier haben wir eine 5.
Sonne. Ach, warte mal, ich hab da richtig hier, wie es gehen soll. Und zwar müssen wir hier nämlich den Bären holen. Das machen wir jetzt einmal. Zack, Bär. Dann haben wir hier oben die Sonne. Mit dem Schneeball gucken wir uns das die rote Markierung an. Und zwar ist es das da. So, und dann haben wir noch das Zeichen hier. Und das Zeichen ist eine 8. Dann müssen wir doch irgendwie den Hebel betätigen, oder? Oder ne, wir müssen 4 blaue suchen. Das heißt, wir müssen alle nochmal umdrehen und andersrum machen. Ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Doomsday und ciao.